Nach ihrem ersten Parteitag hat das Bündnis Sahra Wagenknecht ein Werbevideo gedreht, welches ja vorstellen soll, worüber auf diesem Parteitag debattiert wurde. Und zur Einstimmung schauen wir uns das heute, glaube ich, mal an. Immer mehr Menschen in unserem Land sind politisch heimatlos geworden, weil sie statt vernünftiger Entscheidungen eine Politik erleben, die keinen Plan und keine Antworten hat. Eine Politik, die sich nur noch in ihrer Blase bewegt. Wir werden unsere Politik nicht nach den Vorgaben der mächtigsten Konzerne und Lobbys ausrichten. Wir werden auch nicht bei Gegenwind aus den Medien oder sogar aus den sogenannten sozialen Medien einknicken. Wir werden unser Programm nicht von Stimmungen und Meinungsmachern diktieren lassen. Es reicht doch nicht, wie Robert Habeck, die Haare schön zu tragen und ein... Das ist wichtig. Nicht nur, weil die Springerpresse gerade irgendwas schreibt, sein politisches Programm umzuwerfen. Also die Medien, die sind in der Demokratie extrem mächtig, die öffentliche Meinung. Und wenigen Kapitalisten kontrolliert und deswegen sollte man sich da auf jeden Fall dagegen stellen. Ein Video zu machen, nein, man muss sich mit den Mächtigen anlegen, wenn man etwas für die Mehrheit der Bevölkerung herausholen will. Wem Europa am Herzen liegt, der wählt am 9. Juni Bündnis Sahra Wagenknecht, Vernunft und Gerechtigkeit. Eine Partei, die Menschen Hoffnung und Zuversicht gibt, mit einer einzigartigen Kombination an Programmatik und bei der Kompetenz und Fähigkeiten wieder zu Kriterien werden, nach denen Menschen politische Verantwortung übertragen wird. Wir haben heute sehr viel geschafft. Also da gerade sehr viele Politiker im Bild sind, das sind alles Politiker des Bündnis Sahra Wagenknecht, weil gerade einer im Chat fragt. Wir haben einen Parteivorstand gewählt, wir haben zwei sehr gute Stellvertreter gewählt, eine Stellvertreterin und einen Stellvertreter. Wir haben die Beisitzer gewählt, wir haben die Schiedskommission gewählt. Wir haben sehr, sehr viele gute Reden gehört und wir haben ein sehr gutes Europawahlprogramm beschlossen. Es gibt in unserer Gesellschaft an der Spitze Geld wie Heu. Es ist nur die Ampel, die das Geld der Milliardäre ums Verrecken nicht haben will. Die greift lieber der Bevölkerung in die Tasche. Und deswegen sitzen wir heute hier und machen das nicht mit. Die Konsequenzen sehen und erleben wir jeden Tag. Immer mehr Menschen verlieren den Glauben an die Politik. Sie wenden sich ab. Was es braucht, sind endlich wieder Entlastungen für die arbeitenden Familien, die Normalbevölkerung. Kurz, es braucht eine Politik der Vernunft und Gerechtigkeit. Und wir sagen in aller Deutlichkeit, Wirtschaftskriege sind kein Beitrag für den Frieden und Waffenexporte sind kein Beitrag, um Konflikte zu bewältigen, liebe Freundinnen und Freunde. Im Gegenteil. Eine Gesellschaft, in der sich die Interessen der Mehrheit nicht durchsetzen, ist nicht demokratisch. Demokratie braucht den freien Dialog und sie braucht auch eben die Diskussion mit Andersdenkenden. Ja, passiert. Vernünftiges Video, vernünftiges Werbevideo, gut gemacht. Und all diese Sachen, die da gerade gesprochen wurden, auch das Video selbst, das kann man alles nochmal klippen, als Short verwenden, auf TikTok teilen. Also all das kann man damit machen. Also da braucht man mehr von solchen kurzen Clips. Das war ein wirklich gutes Video. Aber wie gesagt, es braucht nicht nur Qualität, es braucht auch Quantität. Das heißt, wie gesagt, das noch. Die Musik war nicht too much. Meine Güte, das war nicht too much, was da gerade einer im Chat schreibt. Das war vernünftig. Sollte sich da nicht zurückhalten. Ah, so, wie gesagt, gutes Video, vernünftige Botschaft. Wie gesagt, davon noch viel, viel mehr. Vor allem mehr Quantität. Also nicht nur auf diesem Kanal, auch noch, wie gesagt, ganz viele Shorts machen. Das noch auf anderen Kanälen, auf einer Plattform auch verbreiten. Wie gesagt, Bündnis Sahra Wagenknecht, den YouTube-Kanal. Schaut euch den gerne an. Hier sind auch alle Reden vom Parteitag. Also das war ja jetzt nur Ausschnitt, aber hier ist die Rede von Sahra Wagenknecht. Hier ist eine neue Bundestagsrede von Amira Mohamed Ali. Hier sind die Reden vom Parteitag. Hier von Ralf Suikert, hier von Christian Daye, Thomas Geisel. Also, falls ihr euch fragt, welche Politiker machen da überhaupt mit? Könnt euch hier wirklich gesammelt die Reden angucken. Oh, die von Lafontaine, die Rede, die hat schon über 150.000 Klicks. Schaut euch das gerne alles an. Schaut euch das gerne alles an.